ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute habe ich Besuch von der lieben Katrin Fennewald. Und sie ist Dualseelencoach und hat auch bei mir die Engelausbildung gemacht. Und ich freue mich total, dass du da bist, liebe Katrin. Ja, hallo, liebe Wiebke. Ich freue mich auch total, dass ich heute hier sein darf. Ja, und wir wollen da so ein bisschen über dich sprechen, weil du hast ja bei mir auch ja als eine der ersten die Ausbildung gemacht. Und ja, wie bist du auf diesen spirituellen Weg gekommen überhaupt? Oh ja, das ist, wie es bei so vielen ist, das war so ein, so ein einschlagendes Erlebnis. Ich hatte eigentlich alles, was ich mir in meinem Leben erträumt hatte. Ich hatte also einen Mann, war verheiratet, hatte 3 Kinder, wir haben ein Haus gekauft. Ich hatte das, was ich mir erträumt habe. Und dann hat sich mein Mann urplötzlich von mir getrennt. Und das hat mich schon ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich war unfassbar traurig, weil alles, was ich, mein ganzes Leben ist wie so ein Kartenhaus gefühlt, damals zusammengestürzt. Dann war ich echt in so einem ziemlich tiefen Tal. Und so ein Schlüsselerlebnis war, als da waren wir alle gemeinsam im Urlaub, und dann hat mein ältester Sohn, der hat einen Glückshand gefunden, und dann hat er mir den geschenkt. Dann habe ich gesagt, Schatzi, behalt den mal und wünsch dir was Tolles. Und da hat er mich angeguckt, ach, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut, da hat er mich angeguckt und gesagt, Mami, ich wünsche mir nur noch, dass du nicht mehr traurig bist. Und es war für mich echt so, ne? Da habe ich gemerkt, so Katrin, jetzt Zeit, was zu verändern. Ne? Genau, komm aus deiner Komfortzone raus. Mhm. Ich hatte mich das schon, so rückblickend kann ich das sagen, so schön in meinem Leid eingenistet und mich das so schön drin gesuhlt. Und das war der Augenblick, wo ich gedacht habe, okay, wenn du das nicht für dich machst, dann machst du es jetzt für diese 3 zauberhaften Kinder. Und dann Ja, oftmals ist es so, wir brauchen dieses einschneidende Erlebnis, sonst würden wir nicht losgehen oder sonst würden wir auch diese Komfortzone nicht verlassen. Ne? Bei mir war das ja auch ähnlich, ne? Mit dieser schwierigen Geburt, sonst würde ich wahrscheinlich heute auch noch in meinem Büro sitzen und hätte nichts verändert. Und so hat es dich ja auch auf diesen Weg gebracht, das auch beruflich dann teilweise anzuwenden auch und anzubieten auch. Und ich freue mich da auch total. Ja, ich finde das mega, weil auch das so viele so viele haben diese Problematik mit der Dualseele, und das ist so wichtig. Ja, wobei ich sagen muss, mein Mann war nicht meine Dualseele oder ist meine Dualseele, ne? Ich bin dann irgendwann zu einer Frau gekommen, die machte energetische Körperarbeit, und da habe ich das erste Mal in meinem Leben, also ich war auch bei einem Coach, und da habe ich immer gemerkt, es bleibt alles so auf der Kopfebene. Ich habe mir gedacht, das muss in mein Herz rein, ne? Ich habe gedacht, ich verstehe das alles vom Kopf, was der mir sagt, und von Selbstliebe, und habe irgendwann gedacht, es muss hier rein. Mhm. Energetische Körperarbeit. Das Fühlen, ne? Erlebt, und dann habe ich eine Vision vor fast 6 Jahren aufgeschrieben, habe gedacht, das möchte ich auch mal irgendwann machen. Und dann ist so, dann hat die Vernetzung angefangen, und ja, dann ist mir auf dem Weg irgendwann meine Dualseele begegnet, und die hat halt nochmal alles auseinandergewirbelt. Alles, was ich vorher gedacht habe, was ich an Schmerzen schon in Liebesbeziehungen erlebt habe, hat es das getoppt. Ich weiß aber auch heute, dass ich das brauchte. Ich brauchte das echt, um mir zu begegnen und um meinen spirituellen Weg zu gehen. Ja, ist voll schön. Ja, vor allem in diese Selbstliebe zu kommen, ne? Das zu begreifen, was dahinter steckt, ne? Hinter diesen ganzen Thematiken. Und das spiegeln sich ja Dualseelen. Ich finde das total spannend, ja. Ja, und dann bist du irgendwann auch bei mir gelandet in der Ausbildung. Und ja, genau, da haben wir ja auch dann mit den Energien gelernt zu arbeiten. Und ja, was hast du da mitgenommen oder auf diesem Weg noch zusätzlich? Das finde ich spannend. Ich habe es halt gelernt. Vorher bin ich überall hingegangen oder meistens zu der einen Dame und habe mich behandeln lassen. Und es war immer das, dass ich zum einen lernen wollte, wie wende ich das an mir an, und zum anderen wollte ich das halt auch für meine Klienten irgendwie anwenden können. Und mitgenommen habe ich erstmal ganz viel für mich. Ja, also einfach diese Energien bei mir fließen zu lassen, das mache ich fast täglich. Ja, ja, so, voll schön. So selber behandelt, vor allem wenn ich mal aufwache und denke, was ist denn heute los? Dann mache ich das, und ich wende es natürlich auch. Du kennst es selber bei den Kindern, ne? Die dann irgendwann mal kommen, oh Mama, darf ich mal auf die Oder auch, wenn sie irgendwo sind, und dann lässt man die Energien fließen. Und bei Klienten mache ich das
natürlich auch. Also auch über die Ferne, das habe ich auch bei dir gelernt. Ja, es ist so wertvoll und vor allem, weil man es auch permanent dabei hat. Du hast ja die Hände permanent dabei, man kann es permanent anwenden und über die Ferne finde ich gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo wir sind, mega, mega wertvoll, ne? Weil alles mehr in dieses Online geht und auch die Menschen sich mehr dafür öffnen, für dieses Online oder auch überhaupt für die Fernbehandlung. Ich habe ja jetzt auch hier meine Behandlung nicht so anbieten können und da merke ich, die sonst hierher gekommen sind, die sagen, okay, ja, machen wir mal, probieren wir mal aus. Plötzlich werden die Leute offen dafür und merken, es hat genau dieselbe Wirkung. Manchmal sogar noch ein bisschen stärker. Also viele, die hier beim Reiki immer auch kommen, die jetzt das über die Ferne probiert haben, die sagen, es ist stärker, ne? Teilweise. Ne? Ja, also ich finde, das sind auch für mich unfassbare Erfahrungen. Das hätte ich mir vorher auch nicht vorstellen können. Mhm. Dass ich das bei dir so auf die Ferne kennengelernt habe. Mhm. Und da arbeite ich viel mit und das ist schon genial. Ich habe auch, also gelernt bei dir habe ich auch, du hast mich total inspiriert. Also die Ausbildung bei dir hat mich total inspiriert, weiterzugehen. Also, ne? Mhm. Ich habe gemerkt, ich komme immer mehr bei mir an, ich komme immer mehr im Vertrauen an und dann ergeben sich die Schritte. Dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht und ne, noch weiter geguckt und das hat mich deine Arbeit einfach immer total inspiriert, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Dran zu bleiben, weiterzumachen. Und das ist es auch, was es ausmacht. Ne? Es ist nicht immer nur, ich fange jetzt mal an, ich mache das, sondern wirklich auch diese Mission zu leben, da dran zu bleiben, selbst wenn es am Anfang manchmal schwierig ist. Ne? Da gibt es immer wieder Phasen, wo du denkst, boah, es passiert ja gar nichts. Ne? Aber es passiert immer viel im Hintergrund. Ne? Auf jeden Fall. Am Anfang, das erzähle ich immer ganz gerne, ich habe anfangs gedacht, wenn ich jetzt irgendwann erleuchtet bin, dann ist mein Leben nur noch glücklich und nur noch schön. Ja, das ist ganz, ganz viel in der Klarheit, in der Freude, in der Leichtigkeit. Und trotzdem passieren auch in meinen Dinge, wo ich sage, oh, die habe ich mir jetzt aber mal nicht so gewünscht. Ich kann aber ganz anders mit umgehen, weil ich durch diese Arbeit, durch die Ausbildung bei dir viel mehr in meine Selbstliebe gekommen bin, bei mir angekommen bin. Ich kann ganz anders auf schwierige Situationen reagieren. Das ist eine riesige Bereicherung. Das ist total schön. Ja, und deswegen liebe ich das halt auch so, dass man einfach selber was an der Hand hat und nicht mehr so abhängig ist von irgendjemandem, sondern man kann jederzeit selber mit den Situationen arbeiten, in die Situation schicken oder halt, wie du eben gesagt hast, wenn du morgens mal aufstehst und sagst, boah, was ist denn heute los? Sich einfach die Hände auflegen und ne, es ist ja. Toll. Ja, wunderbar. Total schön. Und was sind jetzt deine weiteren Ziele? Ah, ja. Ja, also ich habe gemerkt, Dualseelencoaching ist meins. Ne? Da brennt mein Herz richtig für. Da merke ich, wenn mir Leute begegnen, wenn ich im Coaching bin, und die kommen jetzt auch einfach aus allen Ecken, das ist unfassbar toll, da merke ich, wie ich in meine Kraft komme, wie ich da aufblühe. Und ja, das habe ich eben schon gesagt, Dualseelenprozesse, die sind sehr, sehr komplex. Die so eine Dualseelenthematik, die löst du nicht mal eben auf. Und die löst du meiner Meinung nach auch Energiearbeit auf. Da gehört halt ein richtiges Coaching dazu. Ja. Das heißt, ich habe mich irgendwann hingesetzt. Wie gesagt, ich habe noch andere Ausbildungen auch gemacht, auch spirituell, wo es aber auch wirklich ums Coachen noch mitging. Also wirklich, ne, da gehört ganz oft eine Verhaltensänderung dazu. Da gehört nochmal dazu, wirklich in die tiefen Wunden, die wir in uns haben, da nochmal hinzuschauen. Und mein Weg ist es, die Energiearbeit und das Coaching zu vereinen. Und ich biete ein ganz individuelles Coaching an. Also ich mache keine Online-Kurse oder so, sondern ich biete einzelne Beratungsstunden an, aber ich biete halt auch ein Langzeit-Coaching an, wo ich sage, ich möchte meine Klienten oder Klientinnen, ne, zu 99,5% sind es Frauen, ich möchte die individuell begleiten. Das heißt, ich habe auch nicht irgendwie ein Programm aus dem Schuhkarton, sondern ich schreibe für jeden ein ganz individuell. Ich mache da auch individuelle Meditationen. Ich begleite einfach jeden so, wie der das braucht. Und das ist, glaube ich, so das sehr wichtig, Besondere. Und einzigartig. Das ist genau das, was auch die neue Zeit so braucht, dieses Einzigartige und nicht mehr so von der Stange. Und ganz wertvoll. Ja. Ja, voll schön. Ja. Ja.
Ja, vielleicht magst du einfach auch sagen, wo die Zuschauer dich finden können. Ja, oder ich verlinke auch sowieso alles unten drunter. Ne? Also wen das interessiert, die Katrin, wer diese Thematik hat, ja, ich kann sie einfach nur empfehlen. Ja, danke. Und, ja, also man findet mich, zum einen habe ich eine Homepage, verflixtedualseele.de. Dann bin ich bei Facebook, dort habe ich eine Seite und habe auch eine Gruppe, da lade ich dich ganz herzlich ein, beizutreten, wenn du magst. Da sprechen wir oder da schreibe ich viel über Dualseelen-Thematiken, über Selbstliebe, Selbstwert, Grenzen setzen. Und das ist so ein schöner, geschützter Raum. Deswegen habe ich mich entschlossen, eine Gruppe zu machen. Da werde ich auch demnächst das erste Mal live gehen und auch ein bisschen Karten legen. Das habe ich ja auch mal mit zusammen auch gemacht. Und da habe ich auch noch ein Fernstudium gemacht und mich da total viel mit auseinandergesetzt. Da werde ich aber auch Fragen einfach individuelle beantworten. Ja, das sind sehr so gut. Ja. An mich. Und demnächst habe ich schon ganz, freue ich mich schon riesig drauf, wird mein allererster Podcast veröffentlicht. Wow, ja, super. Bitte bis Ende des diesen Monats, also August, ist es soweit. Ja, das sehr gut. Ja, ich freue mich total. Ja. Ja, das ist für mich auch so schön, das dann so zu verfolgen, wie es weitergeht und dass man auch immer im Kontakt ist. Wir sind ja da auch immer im Kontakt und es ist einfach schön, ne, das zu sehen, wie es einfach weitergeht, wie sich was tut. Ne? Ja, also deine Arbeit, die bereichert mich auch echt immer noch. Ne? Karten, also dein neues Kartenset, was jetzt auch rausgekommen ist, das habe ich ja jetzt irgendwie seit, ich glaube, 3-4 Tagen. Da merke ich nochmal, wie viel Energie da drin ist. Ist nochmal anders, ja. Es hat nochmal eine andere Schwingung, ja. Auch das goldene Licht ist sowieso hochenergetisch. Und im Metatron, ich habe ja jetzt viel mit Metatron gearbeitet, auch in den, Ausbildungen. Und da ist das ja so entstanden wieder, so ganz spontan. Und ist einfach, geht immer weiter auf dem Weg. Ja, ne? Ja, ganz toll. Also, das sind so die Vorhaben, die Ziele, die ich habe, da wo du mich findest. Ich freue mich über jeden, der in die Gruppe kommen mag. Ja, super. Ja, gut, dann würde ich sagen, mehr habe ich jetzt auch nicht auf meiner Liste. Dann möchtest du noch irgendwas sagen, was du den Frauen speziell jetzt mitgeben möchtest, die diese Dualseelenproblematik haben, was nochmal so ein schlagender Satz ist, mitgeben möchtest. Das ist mir heute Morgen nochmal gekommen. Geh deinen Weg, akzeptiere, dass der nicht von heute auf morgen erledigt ist, sondern das ist der Dualseelenprozess, ist ein Weg, da geht man auch mal rückwärts und du machst keine Fehler. Das ist also nochmal was ganz Wichtiges, was ich für mich selber gespürt habe. Das Leben macht keine Fehler und auch du machst im Dualseelenprozess keine Fehler. Du kannst lernen aus all dem, was du tust und was du getan hast. Ja, super schönes Schlusswort. Ja, super. Und dann, bis ganz bald. Und ich freue mich, vielleicht machen wir ja nochmal irgendwie ein Video oder zusammen live. Also wer weiß, ne? Und, bis ganz bald. Jetzt verabschieden wir uns aber. Ne? Ja. Tschüss.